Moin Moin. Ja, heute machen wir eine kleine Tour hier durch den Wald. Alstien, Hünengräber angucken und dann gibt es gleich noch einen schönen Kochkaffee irgendwo. Also, wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran. Ganz viele Steine. Ziemlich groß das ganze Objekt. Ja, hier kann man es auch lesen, was es ist. Gräber. Wenn man sich das vorstellt, da steht es auch, sie sind zwischen 3600 und 3200 vor Christi für die vielen Mitglieder früher Bauerngesellschaften errichtet worden. Ja, da haben die sich aber ganz schön quälen müssen damals. Auf jeden Fall ein Riesenteil. Eben sind wir ja schon an einem vorbeigegangen. Wahnsinn, was sie sich damals für Arbeit gemacht haben. Jetzt stehen wir mitten auf einem Grab. Da vorne ist das nächste. Hier rüber. Hinter liegen überall noch Steine und da hinten sieht man auch noch so eine Erhebung. Da könnte auch noch eins sein. Da wird auch eins sein. Also hier unten in dem südlichen Bereich von Jütland gibt es, glaube ich, waren das 250, 270 solcher Gräber. Kann man sich gar nicht vorstellen. Echt Wahnsinn. Ja, und da hinten ist schon das Meer. Ja, schon schön hier, ne? Thank you.
Geht auch nichts über so einen schönen Kochkaffee. Herrlich. Ja, auch wieder schönes Plätzchen hier, kann man nicht anders sagen. Am Altstein kann man wohl verweilen. Vorne stand noch ein Schild, dass man hier übernachten kann, dass man hier ein Zelt aufschlagen darf. Schöne Bank ist hier, eine Feuerstelle, zeige ich euch auch gleich. Ganz nett hier und ein schöner Ausblick, wie man sehen kann. So, den letzten Rest Brot gleich mal raus aus der Tasse. Wie man sehen kann, ich kann gar nicht so weit runterschwenken, dass ihr sehen könnt. Ah, da ist nur noch Putt drin in der Tasse. Das ist halt bei so einem Kochkaffee der Fall. Ne? Aber was soll's. Schmeckt trotzdem, ist richtig lecker. So. Mal Giraffe zusammenpacken.